Moin, hier ist Heini. Jetzt kommen wir zu einem neuen Video. Und zwar folgendes. Ich habe folgendes vor. Ich möchte hier meinen Kasten für einen Anhänger endlich mal bauen, dass ich meinen Sack schon hier im Netz zum Überspannen reinpacken kann, die Keile reinpacken kann und so ein Sheet, ne? Da das alles beisammen ist, weil den nutze ich mit Schwiegervater zusammen und dann brauchen wir das nicht immer austauschen, sondern können wir einfach Klappe auf, also Schloss auf, Klappe auf, Sachen rein und wieder zuschließen. Ja, und wie ich das mache, das könnt ihr jetzt sehen, ja? Bis dann. Nee, nicht bis dann. Bis gleich. So, ich hatte jetzt ein bisschen Silikon mit drauf, dass das auch wirklich wasserfest ist, dass da kein Wasser durchkommt. Ne? Und ich werde das Ganze schön tackern. Dann heute ja mal tackern. So, mal gucken. Perfekt. Perfekt. So, einmal. Zweimal. So. Der ist fertig. Nicht fertig, da kommen mehr rein, aber Silikon quillt natürlich raus, ne? So. Der wird ja noch auch lackiert, damit der auch wirklich wasserfest ist, ne? Perfekt. Ach, ist das toll. So, das war Nummer 1. Ach, einen ganz anderen Schnack, denn, ne? Dieser Tisch, der ist so krumm und schief, ne? Jetzt ist er auch picobello bündig, du. So. Das ist so geil. Perfekt. Wahnsinn. Das Silikon-Scheiß hier, ey. Tipptopp, ne? So. Bam. Der ist aber auch schön, ne? Wir haben nochmal die ganzen Ecken gefasst. Aber als erstes werde ich jetzt mal eben das von überall den Kleekram, der Silikon. Ich habe nochmal irgendwo so ein Gleitmittel extra für Silikon, damit du das vernünftig verschmieren kannst. So, ne? Das kannst du auch von den Flossen mit das machen. So. Und damit werde ich das Scheißding mal vom Silikon entfernen, du. Sieht gleich sauber aus.
Einmal um zu. Ja, wie neu! Jetzt haben wir den Deckel zugeschnitten, der passt auch, werde ich mal ein bisschen sauber machen können. Ne? So, und drehe ich mal alles um, die habe ich ja wie gesagt an den Seiten überstehen lassen. Ups, mit Gicht geht das schlecht. So, weil ich hier ja noch die Hölzer, die Ränder machen möchte, zeige ich euch mal eben, dass da noch kein Wasser reinknallt. Ne? Ja, bist du auch so einer? Ja, bist du, ne? Ja, ich glaube, das mache ich auf Gärung. Und mein Polo. Da. So kommt die ab. Und so kommt die ab. Ich liebe das Teil. Toll. So, erstmal nur fixieren. Und zum Schluss alles festhacken, wenn alles hundertprozentig passt. Ja. Ich bin echt am Überlegen, über vorne oder hinten, ob ich das so lasse oder nicht. Weil irgendetwas, also erstmal sind die Nägel ja 40 und jetzt habe ich genau 40 und teilweise kommen die wirklich ein Zehntel raus. Das spürst du. Ne? Und ich glaube, die muss ich noch einen Millimeter, wenn was ist, reinkloppen. Da, hier zum Beispiel. Ne? Das spürst du. Die werde ich aber noch ein bisschen versenken, wird ja noch lackiert und so. Aber irgendwie weiß ich auch noch nicht, ob das aussieht, du, ne? Das wird ja noch, sag schon, lackiert alles, aber, ne? Zack, zack. Ob das aussieht, weiß ich noch nicht, ey. Mit diesem Schuhkartonkasten hier, ey. Ich weiß das noch nicht. Oder ob ich den Deckel nochmal mache. Werde ich mal kurzfristig überlegen. Ich weiß das noch nicht. Ach, das ist nochmal so Kleinigkeiten, wo ich mich mit ehren muss, du. Ich werde jetzt die Scharnierungen einlassen. Ich habe die jetzt eben angezeichnet. Die kommen so von innen rein. Ne? Die habe ich jetzt angezeichnet. Die lasse ich dann einen Millimeter rein. Hier genauso. Und dann passt das auf die Hulle. Ja, das muss ich mal gucken, du. So, die beiden Beschläge sind jetzt fest. Habe ich ja wie gesagt hier eingelassen. Habe ich hinten nur festgeschraubt. Da kommt keiner ran, weil da ist der Anhänger. Das ist ja die Sache schon. Ne? Da kann keiner was abschrauben. Und von unten werde ich das dann mit, wie nennt sie das denn nochmal? Diese Maul. Nee, weiß ja. Wo diese Schlosserschraube ohne Gewinde, sondern diese. Erklär mir das mal. Genau, diese hier meinte ich. Wo das hier oben so glatt ist. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die jetzt heißen, Schlosserschrauben, aber keine Ahnung, Linsenkopf oder so, keine Ahnung. Und die wollte ich dafür nehmen, von unten durch, dass man das nicht abschrauben kann. Ne? So, das ist das. Dann habe ich ja hier noch mein Überwurf. Der kommt da hier auch noch rein. Den muss ich auch noch einlassen. Und dann kommt der so, bam, bam. Der kommt hier dann hin, da kommt immer ein Schloss drauf. Und fertig, du. Dann hat man den Gitter und die ganzen Keile und immer alles bei sich. Ne? Toll. Kann ich schon so lassen.
So dunkel. Ganz toll. Und Hahn, passt das? Top. Schloss habe ich noch nicht. Muss ich suchen, du. Ach, toll. Sehr schön. Ganz kurz mal eben, was mir gerade einfällt. Wie gesagt, ich liebe diese Maschine jetzt. Ne? Diese Maschine habe ich gesehen, die gibt es ohne Batterie natürlich nicht. Okay, komm da raus und bei mit, du. Die gibt es bei Mann und Mann für 105 Euro. Ohne Batterie natürlich. Ich habe dafür irgendwie 120 bezahlt oder so, leider noch auf Amazon. Könnt ihr gerne gucken bei Mann und Mann. Verlinke ich euch mal. Soll jetzt keine große Werbung sein, sondern eben, weil das echt Schnäppchen ist. Ne? So. Ja, toll. Wie gesagt, das wird alles auch geschnitten. Ne? Da können die ganzen Sachen rein. Und dann lackieren. Da läuft da kein Wasser rein, wo ich da getackert habe. Ne? So. Dann schleife ich das gleich schön an. Und dann passt er. Ich besorge mal noch eine Rolle morgen und dann von innen welches, ich mache nur von außen und dann nochmal rüber. Bin mal gespannt, wie das fertig aussieht. Aber die Farbe und so sieht gut aus. So. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Er hat mir 10-mal gesagt. Einen ganz komischen Namen habe ich, ja, kann ich mir sowieso nicht merken. Ne? Ich also, kannst du 20-mal sagen, merke ich mir sowieso nicht. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall soll das irgendwie so eine Schutz, wie so Gummi sein. Ne? Mal abwarten. Mal abwarten. Und morgen noch mal rüber. So, meine Lieben, mein schönen Koffer oder im Kasten für den Anhänger ist fertig und so wie es sein soll. Den habe ich jetzt mit so einem Autolack habe ich von meinem Nachbar bekommen, gestrichen, da dann noch ein bisschen Schutz ist. Ich meine, so Siebdruck ist ja schon Schutz, ne? Aber dann noch mal richtig schön gestrichen damit, da dann auch ein bisschen so grau aussieht und vor allen Dingen, da dann noch ein bisschen wetterbeständig ist, ne? Da dann nicht ein Jahr gleich durchgemodert ist. Der hält Jahre garantiert. Ne? Ich habe da jetzt auch eben, ich kann mir mal bücken, Jü. Ich habe da jetzt nochmal so ein Schloss dran gehangen, da den nicht klauen. Ne? Na, jetzt hat nichts Wertvolles drin. Ne? Da ist jetzt mein Netz und so alles drin. Ne? Und hier Spanngurte. Da ist noch Platz drin für Keine und so alles da. Immer ein Flasche Bierchen. Ne, war ein Scherz. Ja, aber hat super geklappt. Habe ich ganz nochmal mit Schrauben da durchgedreht. Ne? Sieht super aus. Hier kommt auch super dran vorbei, dieser Kumpel, ne? Passt. Ja, und jetzt brauche ich nicht immer mehr die ganze Scheiße hin und her, dann flog die ganze Scheiße bei mir immer in die Ecke. Ne?
Weil den teile ich mit Anhänger, wenn mit Schwiegervater diesen Anhänger. Nur jetzt hat jeder einen Schlüssel, Netz ist da drin und fertig ist halt. Ne, sehr schön. Sieht auch sehr schön aus. Die Frau ist stolz auf mich. Coole Sache. Ja, das war's nochmal, ne? Ach ja, ich habe noch diese Anhänger-Dinger, ne? Diese, wo die da schon Spannnetze reinkommen, habe ich hier etwas tiefer gemacht, damit die Klappe ganz aufgeht, ne? Die hat er sonst gegengehauen. Die habe ich einfach tiefer versetzt und fertig, ey. Ne? Das war das einzige Komplikation, aber pff, man muss sich nur zu helfen wissen, sage ich immer, ne? So. Ganz toll, ganz toll. Hier ist auch noch Müll drin. So, das war das. Ne, also war das Projekt wieder fertig. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch nochmal auf meinen Partner manomano.de gehen. Ne? Diese Plattform ist ja neu, das Wort wie Amazon ist Konkurrenz davon, aber ne, da gibt es, wie gesagt, Werkzeuge, auch wie mein Tacker zum Beispiel. Und die gibt es seit 2 Jahren in Deutschland, seit 5 Jahren europaweit. Und da kriegt ihr von Schrauben, von Spackschrauben bis da kriegt ihr alles, was ein Handwerker und Heimwerker Herz begehrt. Ne? Und die Preise sind auch echt super. Also könnt ihr ja gerne mal vorbeischrauben. Link ist auch noch in der Beschreibung drin. Und ich will ja schön, dass ich Werbung mache, sage ich immer wieder dazu. Ne? So, gut, meine Lieben, das war das. Die Kiste, die ist fertig. Wieder was geschafft. Und ich sage in diesem Sinne ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss. Ach ja, wie macht Elbrille denn immer? Ob Elbrille da reinpasst?